Unsere Motivation hat sich im Laufe der Zeit verändert. Jedes Mal, wenn wir uns vom Höhlenmenschen zum Bauern, zum Industrie-Businessman-Typen, so wie wir heute sind, weiterentwickeln, entwickelt sich unsere Motivation mit uns. Wenn du verstehst, wie du tickst, kann das zu einer besseren Leistung sowohl im privaten Leben als auch im beruflichen Leben führen. Das heißt, du könntest deine Ziele effektiver und schneller erreichen. Nun wurde das Wort Motivation ausgenutzt, der Selami. Man hört das Wort links, man hört das Wort rechts, als wäre es eine Basketballpartie. Jeder Zweite benutzt das Wort und die meisten Leute wissen nicht mal, dass es mehrere Arten von Motivation gibt. Um genau zu sein, gibt es drei bestimmte Motivationsarten, die ich in diesem Video besprechen möchte. Und die letzte Art ist wirklich die wichtigste, wenn du wirklich deine Ziele erreichen möchtest. Deshalb schau das Video bis zum Ende. Die erste Motivation ist die biologische Motivation. In der Zeit der Höhlenmenschen waren alle Handlungen durch biologische Gründe motiviert. Und zwar gab es mehrere Gründe, etwas zu machen. Und zwar zuallererst die Nahrungsfindung und die Paarungsfindung. Warum? Weil wir fürs Überleben erstmal Nahrung brauchen und zweitens wir uns fortpflanzen müssen. Deshalb machten sich die ganzen Höhlenmenschen auf der Suche nach Wasser und Essen und Männern und Frauen, um ihre Grundbedürfnisse zu stillen. Und außerdem wurden Aufgaben nur gemacht, wenn sie irgendwie in Verbindung mit dem Überleben oder mit der Fortpflanzung irgendwie in Verbindung stand. Und wenn es solche Aufgaben nicht gab, war es nicht schlimm, dann haben sie nichts gemacht, damit sie Energie sparen, falls es zu diesen Überlebensmöglichkeiten wieder kommt. Also primär kann man sagen, dass das Verhalten von diesen biologischen Bedürfnissen gesteuert war. Die zweite Motivation ist die biologische Motivation. Diese Motivation ist die Nachstufe von der biologischen Motivation. Jetzt, wo wir unsere biologische Motivation gedeckt haben, also die Nahrung und die Fortpflanzung, inshallah, du wirst eine Frau finden oder einen Mann, und ja, ist unsere Aufmerksamkeit irgendwo anders hingeswitcht, sage ich jetzt mal so. Und zwar zur Karriere bzw. Macht, Business. Du weißt, ich glaube, du verstehst schon, welchen Aspekt ich hier mache. Zur Arbeit auf jeden Fall. Anführer haben angefangen zu erkennen, dass sie das Verhalten ihrer Mitarbeiter beeinflussen können. Zum Beispiel mit Hilfe der mit dem Zuckerbrot- und Peitschensystem. Das Zuckerbrot steht natürlich für die Belohnung und die Peitsche für die Bestrafung. Das heißt, ich gebe dir was Gutes, wenn du etwas Gutes machst. Ich sage dir zum Beispiel, ey Bro, ich gebe dir 5 Euro, wenn du meine Matheaufgaben machst. Oder du kriegst Schläge, wenn du die Matheaufgaben nicht machst. Weißt du, was ich meine? Damit du das Gute machst und das Schlechte nicht mehr machst. So. Nur ist die Effektivität von diesem System, also diesem Zuckerbrot- und Peitschending, limitiert, nicht limitiert, wie nennt man das? Begrenzt, genau begrenzt. Insbesondere für komplexere Aufgaben. Guck mal, wenn ich jetzt einem Bauarbeiter sagen würde, ey Bro, ich gebe dir 50 Euro, mach mal hier, bau mal meine Wand jetzt eine Stunde weiter, obwohl er Schluss hat. Also ich gebe ihm jetzt, also ich gebe ihm mehr Stunden zum Arbeiten. Ich habe vergessen, wie es das heißt. Überstunden, genau. Überstunden. Dann würde er das machen und er kriegt sein Geld halt. Wenn ich dem aber sagen würde, ey Bro, löse mal diese Matheaufgabe jetzt, du hast eine Stunde. Das ist keine physische Arbeit, das ist eine kognitive Arbeit. Mit mehr Geld kann ich ihn nicht schlauer machen. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht von ihm erwarten, dass er, ey Bro, ich gebe dir jetzt 1 Million Euro, wenn du Relativitätstheorie mir erklärst, okay? Yalla. Das Geld ist, das macht dir gar keinen Sinn. Deshalb ist diese Methode gar nicht mehr so effektiv. Jetzt, wo wir in dieser modernen Arbeitswelt sind, wo es darum geht, Wissen zu produzieren, um so wieder anzuwenden, damit wir wieder produzieren, zum Beispiel das, was ich gerade mache. Ich habe Wissen angenommen und produziere es wieder, werde irgendwann wieder Wissen annehmen und ein neues Video drehen. So läuft es. Wird diese Methode gar nicht mehr klappen mit diesem Zuckerbrot und wie heißt es? Zuckerbrot und Peitschenprinzip. Das wird nicht mehr gehen. Deshalb brauchen wir die dritte Methode. Die dritte Motivation nennt sich die Eigenmotivation. Sie ist die letzte Stufe von dem Motivation, die wir erst hatten. Also wir hatten erstmal die biologische Motivation. Und dann hatten wir natürlich die äußere Motivation. Jetzt kommen wir zur Eigenmotivation. Also ich nenne es auch die innere Motivation. Diese innere Motivation besteht aus aktuellen Antriebskräften. Wie zum Beispiel die Autonomie, die Fähigkeit und die Zielsetzung. Zur Autonomie gehört natürlich die natürliche Zuneigung zur Selbstverantwortung bzw. zur Z Selbstbestimmung. Wenn ich einem Kind zum Beispiel sage, ja, das Kind ist ungefähr 3, 4 Jahre alt, ey Bro, mach das, mach das, mach das, und der würde nicht auf mich hören, dann liegt es nicht daran, dass deine Eltern ihn schlecht erzogen haben, sondern es liegt einfach daran, dass der machen möchte, was der will. Weil das ist bei uns in der Natur ist das einfach so. Später, Digga, wenn er 20 ist und der hört nicht auf mich, ja, dann kann ich sagen, liegt an Erziehung.
Mit dieser Autonomie kommt natürlich auch die persönliche Selbstverantwortung. Und natürlich kommt mit der Selbstverantwortung auch die optimale Leistung, weil wir dann die Kontrolle dadurch haben, was wir machen. Also erstmal haben wir die Kontrolle über die Aufgabe, die wir gerade machen. Also was machen wir? Dann natürlich auch über die Technik, wie wir etwas machen. Dann die Zeit, wann wir etwas machen. Und wenn es gibt ein Team, mit wem machen wir etwas? Wenn wir diese ganzen Aspekte kontrollieren, kann es theoretisch gesehen nur zur optimalen Leistung kommen. Das beste Beispiel ist Corona. Ja, in der Corona-Pandemie wurden wir zu dieser Autonomie gezwungen. Ja, von einem Tag zum anderen mussten wir zu Hause bleiben und selber für die Schule lernen. Es gab nicht mehr diesen Druck, etwas zu machen. Und dann kam noch diese KI, Bruder. Dann hat wirklich niemand mehr irgendwas gemacht. Aber jeder hat versucht, so optimal die Hausaufgaben zu machen, wie es nur geht. Sei es mit der KI, sei es mit Freunden, sei es mit Eltern, Privatlehrern. Jeder hat eine eigene Art herausgefunden, wie er die besten Noten herauskriegt. Aus meiner Sicht war Corona wirklich die beste Zeit, um mich wirklich schulisch, mental, aber auch physisch auf mein Leben wieder vorzubereiten. Also irgendwann wusste ich ja, dass Corona aufhören würde. Deshalb wusste ich, dass das die perfekte Zeit ist, um meine Grundlagen zu maxen. So, wisst ihr, was ich meine? Außerdem erwies sich auch, dass diese Homeoffices und diese Sachen, die wir alles machen mussten, vorteilhafter, also die haben sich als vorteilhafter herausgefunden. Weil ich musste mich nicht mehr an die Regelungen der Schule anpassen, sondern ich konnte selber machen, was ich will. Bruder, ich kann um 7 Uhr aufstehen, ich kann um 10 Uhr meine Hausaufgaben machen. Wenn ich ein Frühkind bin oder wie nennt man das, Morgen-Typ bin, dann mache ich morgens meine Hausaufgaben. Und wenn ich ein Abendtyp bin, dann mache ich halt Abend meine Hausaufgaben. Also ich konnte wirklich alles so anpassen, dass ich machen kann, was ich will. So. Aber natürlich kommt natürlich auch noch die Fähigkeit, etwas zu machen. Und das ist auch der zweite Punkt, über den ich vorhin geredet habe. Meistens ist man in den Sachen gut, die man mag. Ich persönlich mag Mathe wirklich sehr und deshalb bin ich auch wirklich immer gut drin gewesen. Ich hasse Deutsch, weil ich in Deutsch immer schlecht gewesen bin. Ist einfach so. Wenn du Spaß bei einer Sache hast, sagen wir mal in Mathe, dann wirst du dich motiviert fühlen, obwohl du dich gar nicht dazu motivieren musst. Weißt du? Du bist motiviert, etwas zu machen, hast Spaß. Jetzt kommt mit dieser Motivation und dem Spaß die Verbesserung. Während du dich verbesserst, wirst du aber noch mehr Spaß haben, weil die Aufgaben immer herausfordernd sind. Wenn die Aufgaben nicht herausfordernd wären, also zu leicht, würdest du keinen Bock haben. Langweilig, ja. Warum würde ich etwas machen? Wenn ich jetzt einmal eins machen würde, ich kann das schon, Bruder, frag mich nicht, frag mich was anderes. Wenn der jetzt aber kommen würde und sagen würde, ja, mach mal hier Algorithmus, mal Algorithmus mit Integral und so, und ich könnte das zum Beispiel nicht, würde ich auch keinen Bock haben, weil es nicht auf mein Level, es ist ein Level zu hoch. Deshalb sind die perfekten Aufgaben die, die ein bisschen herausfordernd sind, aber irgendwie trotzdem noch machbar. Der letzte Punkt und aus meiner Sicht der wichtigste Punkt von den ganzen Sachen, über die ich gerade geredet habe. Ohne diesen Punkt kann deine Motivation noch so stark sein, du wirst nichts erreichen. Und zwar rede ich über die Zielsetzung, beziehungsweise den Sinn, etwas zu machen. Guck mal, die meisten Menschen werden zum Beispiel gezwungen, etwas zu machen. Deine Mutter will, dass du gute Noten schreibst. Dein Vater möchte zum Beispiel, dass du im Fußballteam richtig krass bist, damit du Fußballer wirst. Oder keine Ahnung, irgendwas. Sowas halt. Und jetzt bist du da und singst dir, du machst die Systeme. Ja, ich will meine Mutter stolz machen. Ich will meinen Vater stolz machen. Machst die Systeme. Ich lerne jeden Tag eine Stunde, dies, das, dies, das. Aber ich sag dir jetzt schon, diese Systeme werden dich nirgendwo bringen. Die werden dir nichts bringen. Auch die ganzen Typen, die gerade im Gym sind, weil der Rest der Welt im Gym ist, die werden auch 1-2 Wochen durchziehen und man wird die nie wiedersehen. Das liegt aber daran, dass sie wirklich keinen Sinn dafür haben. Die haben ein Was, aber die haben kein Warum. Warum brauche ich gute Noten? Wenn der Typ bei Rewe arbeiten möchte als Mitarbeiter, dann braucht er keine guten Noten. Deshalb wird er auch nicht lernen. Also wofür? Bruder, wofür sollte er denn lernen? Bringt doch gar keinen Sinn. Der Typ, der aber zum Beispiel Jura oder Medizin studieren möchte, der wird lernen, ob er will oder nicht. Weil der ist motiviert. Der möchte das werden, deshalb wird er es machen. Ob seine Eltern das sagen oder ob seine Eltern es nicht sagen, juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht, er wird machen. Er wird machen. Deshalb brauchst du diesen Sinn dahinter. Jede Aktivität, jedes Ziel, das du hast, braucht einen Sinn. Wenn es keinen Sinn hat, macht es keinen Sinn. Punkt. Da gibt es auch wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Jeder dieser Motivationen ist aufeinander gebaut, ja. Ohne die biologische Motivation könntest du nicht leben, ja. Du kannst nicht ohne Essen leben, du kannst theoretisch gesehen ohne Fortpflanzung leben, aber dafür sind wir eigentlich bestimmt. Es ist einfach so. Und natürlich die äußere Motivation, davon sieht man manchmal, ja. Wenn ich jetzt einen 10er bekommen würde für Nachhilfe oder keine Ahnung was, dann würde ich auch machen so, ja.
Aber die Eigenmotivation ist das Wichtigste. Es wird natürlich Zeit brauchen. Jungs, ihr wisst, was jetzt kommen wird. Sich, also seine Eigenmotivation herauszufinden. Das wird Zeit brauchen, wirklich. Aber Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.